Da ist so beschäftigt mit der Tüte. Zieh bitte deine Schuhe an. Ich kann nicht an. Doch, das gehört dazu. Heute haben wir es Mittwoch, den 11. September und Isi kommt heute in den Kindergarten. Kindergarten. Komm mal her. Komm mal her. Kindergarten. Ja, komm her, zeig mal. Kindergarten, ja. Ja, komm mal her. Zane kommt heute in den Kindergarten. Heute ist sein erster Kindergartentag. Kindergarten. Ja, das ist Feuerwehrmann Sam. Deine kleine Kindergartentüte. Das ist Feuerwehrmann Sam, gell? Deine kleine Kindergartentüte. Kindergartentüte. Tüte, genau. Wir haben ihn aus Spaß so eine Tüte gekauft einfach. Und der freut sich schon so ewig lang, ja, das endlich in die Hand zu nehmen. Und jetzt durfte er das. Wir sind schon fertig. Es ist jetzt 20 nach 7. Um 8 beginnt sein erster Eingewöhnungstag. Und ich möchte gerne, dass wir um halb hier losfahren, also in 10 Minuten. Zane, ziehst du bitte deine Schuhe an? Zane? Da ist so beschäftigt mit der Tüte. Zieh bitte deine Schuhe an. Ich kann nicht Schuhe an. Doch, das gehört dazu. So, der erste Kindergartentag hat gestartet und Zane ist jetzt für 2 Stunden alleine drüben. Der wollte jetzt erst gar nicht, dass ich gehe. Aber jetzt, wo die gerade frühstücken, bin ich schnell gegangen. Also er hat es dann doch erlaubt. Und Sultan? So, ich gehe jetzt Isi abholen. Und ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat, wie sein erster Tag so war jetzt, wo ich dann gegangen bin. Heute haben wir es Donnerstag, den 12. September. Und wir haben heute fast verschlafen, beziehungsweise ich, aber ich habe es doch noch rechtzeitig geschafft. Also zum Glück wache ich immer in der Nacht ein bisschen auf so. Auf jeden Fall bin ich kurz vor 7 wach geworden, habe mich jetzt schnell fertig gemacht. Jetzt warte ich auf Isi, da ist auf Toilette und dann werde ich ihn anziehen, fertig machen, die Kleine aufwecken und mitnehmen. Heute kommt Sultan nicht mit in den Kindergarten, also heute bin ich alleine mit beiden, aber das schaffen wir schon. Wir müssen nur pünktlich ankommen. Zane, aufstehen, los. Komm. Bitte. Kuru, bitte. Du machst das jetzt extra. Mach das nicht. Hey. Kennt ihr das an Tagen, wo ihr keine Zeit habt? Da haben die Kinder keinen Bock. Spätestens 20 vor los. Der Wackelkopf. Auch wach. Hm? Du hättest bestimmt noch weiter geschlafen, wenn ich dich jetzt nicht geweckt hätte. Na, wir müssen los. Wir müssen los. Es ist 30. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Hm? Ja, du hast in deinem Bett geschlafen, Zane. Und du bist auch in der Nacht nicht zu uns gekommen. Sehr gut. Weil du bist ein großer Mann. Bitte nicht diese Schuhe anziehen. Nicht die anziehen. Zieh die anderen an. Genau. Nicht unbedingt seine Sandalen anziehen. Okay, Isi. Wie hat dir gestern der Tag gefallen? Dein erster Tag im Kindergarten. Wie war's? Aber... Ah ja, du hast Arzt gespielt und du hast gebacken, gell? Gell? Ja. Was hast du noch gemacht? Gehen wir backen. Ja, wir gehen jetzt wieder backen, wenn du willst. Ja? Wir gehen wieder in den Kindergarten. Backen, da ist. Ja. Ich komme für den Backen. Was? Ich komme für den Backen. Ja, willst du backen? Ja. Sollen wir in den Kindergarten? Ja, geh. Okay.
Ja, auf geht's, dann los. Hat sie gefallen gestern? Hattest du Spaß? Ja? Okay, dann gehen wir jetzt wieder hin. Okay, dann. So, da. Okay, da. Okay. Ignoriert den Hit. Oh Gott, ich muss ein bisschen aufräumen in diesem Schrank. Da muss ich echt mal mehr Zeit nehmen. Nicht weinend? Nee, du hast gestern nicht geweint. Okay. Weil du bist jetzt ein... Du bist jetzt ein großer Mann. Holst du mir bitte meine Schuhe noch? Okay. Nee, die anderen. Die Turnschuhe. Ja, die Sneakers. Die rosanen. Ja, die genau. Ja, super. Ja, das sind meine. Nein, nicht die. Ja, genau. Ja, so schwer sind die jetzt nicht. Ich habe wieder meine Kamera zu Hause vergessen. Naja, auf jeden Fall, wir sind jetzt los. Klimaanlage an. Also es ist jetzt 15:15. Wir werden sogar ein bisschen früher da sein. Aber besser zu früh als zu spät, ne? Gell, Zane? Merkt ihr das, okay? Zane? Merkt ihr das für dein Leben? Besser zu früh als zu spät, okay? Immer merken. Ich bin da. Werd nicht wie die Mama, das alles immer auf letzten Drücker. Ich bin da. Ja. Bei Terminen bin ich eigentlich immer pünktlich, aber ich will immer früher da sein. Das ist besser als pünktlich früher da zu sein. Muss mal blinken vielleicht, wäre nicht schlecht. Wir können auch eigentlich mit dem Bus einfach fahren, aber ist auch nicht weit. Aber ich denke halt so in der Schulzeit werden die Busse ja immer voll sein, ne? Ganzen Erstklässler. So süß schaut das aus. In 3 Jahren ist es bei uns auch so weit. Wow, holla die Waldfee. Ich weiß gar nicht, ob wir um 8 kommen sollen heute. Ja, wie gestern wahrscheinlich. Gestern war ich übrigens noch mit meinen Freundinnen essen, also aus. Und ich war erst um 22 Uhr, kurz nach 22 Uhr zu Hause. Das hat sich so spontan ergeben, weil eine Freundin aus Holland da war und jetzt heute früh wieder gefahren ist. Und ja, so nochmal alle zusammengekommen, war ganz nice. Sam, wo gehen wir jetzt hin? Freust du dich? Wo? Was? Hast du es gefunden? Wo ist der? Ah, hier? Muss ich hier rein? Okay. Hallo und willkommen zurück. Yeah, willkommen zurück zu Samira. It is Mira Lima. Ja, willkommen zurück, obwohl es ist einfach nur Samstag. Ich hab, ich vlog einfach weiter. Es ist letztens dann nichts mehr passiert. Izzy hatte einen wunderschönen Tag im Kindergarten. Und bislang läuft es sehr gut, die Eingewöhnung. Und ja, wir sind jetzt fertig gemacht. Ja, wir fahren. Mann ist auch gut. Ja, Sultan geht's auch gut. Wir sind jetzt fertig. Wir fahren jetzt Aisha abholen. Und zwar machen wir einen Ausflug. Genau, wir wollten zum Bauernhof, beziehungsweise wir wollten zu einem Kürbisfeld fahren. Aber anscheinend ist da auch gleich ein Bauernhof. Dann schauen wir uns das auch gleich mal an. Ja, wir fahren jetzt los. Und schaut mal, das ist mein OOTD heute. Das ist eine Bluse und eine Hose von H&M. Und ich habe heute mal Lust auf höhere Schuhe. Ja, die nehmen wir mit. Genau. Kekse mitnehmen, Wasser haben wir auch dabei. Die Kleine schläft im Autositz, deswegen kann ich sie gleich so mitnehmen. Und ich hoffe, sie wird nicht wach bei der Autofahrt. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt los. Was? So, wir sind angekommen. Wir waren jetzt auch schon auf dem Kürbisfeld. Ich habe einen Hokkaido-Kürbis gekauft, weil mit der schmeckt halt eine Suppe am besten. Und ich konnte jetzt aber gar nicht wirklich filmen, weil da so viel los war. Also da waren schon ein paar Leute halt.
Und ja, na, ihr wisst ja, mit Kamera und so, Privatsphäre und so. Aber es war sehr schön, es ist klein, es war wirklich ein Hof, es war jetzt kein Feld oder so. Aber also es ist so ein Familienbetrieb, glaube ich. Das ist so bei denen wie auf dem Hof, ja, ein Kürbishof halt. Und jetzt sind wir mal kurz am Feldweg stehen geblieben. Die Jungs toben sich mal kurz aus. Und dann ja, geht es auch schon wieder nach Hause. Also wir haben jetzt nichts großartig Großes gemacht. Ich habe übrigens gemerkt, dass ihr im letzten Video, ich bin gerade hier, weil ich stehe noch hier mit Walima, ich habe ihr gerade die Windeln gewechselt. Ich habe übrigens gemerkt, dass ihr nichts kommentiert habt in meinem letzten Vlog. Also ich habe ja am Sonntag, am Mittwoch einen Vlog hochgeladen, aber ihr habt gar keine Kommentare da gelassen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, YouTube verzeiht es mir nicht, dass ich 2 Wochen nichts gepostet habe, beziehungsweise eine Woche nichts gepostet habe. Aber viele haben es eigentlich gesehen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ja in meinem letzten Vlog gesagt, ihr sollt mir in die Kommentare reinschreiben, ob ihr ein Baby-Update haben möchtet von Nabila, weil sie ja schon recht weit ist, beziehungsweise man kann jetzt halt ein bisschen was erzählen. Wenn ihr ein Baby-Update haben möchtet, dann drehe ich das nämlich ab. Ich möchte mich jetzt halt einfach wirklich eher so nach euch richten, weil ich habe ja irgendwie nicht so wirklich Ideen, was ich drehen könnte. Deswegen frage ich euch jetzt einfach mal. Genau, ich gehe jetzt mit den Jungs auch dorthin. Die sind da oben. Schaut mal, wir haben ein Sonnenblumenfeld gefunden. Jetzt schießen wir gerade so Bloggerbilder. Ich schaue nicht. Also schaut auf meinen Instagram vorbei, dann seht ihr vielleicht das Ergebnis. Und ja, die Jungs toben sich hier noch ein bisschen aus. Ne, Zane, was hast du gefunden? Ein Stiel. Ein Baum. Nee, das ist von der Sonnenblume. Sonnenblume. Ja. Oh oh, ja, das fällt runter. Der ist schon abgestorben. Der ist schon tot. Oh. Wir sitzen jetzt bei McDonald's. Gell, Zane, was kriegst du denn jetzt? Ein Dinosaurier? Ja, Dinosaurier. Ich habe einen Dinosaurier. Oh Gott, ja. Und wir warten. Hätte ich einen Big Mac genommen. Ja, Dinosaurier. Ja, Dinosaurier. Ja, du musst mal geduldiger sein. Kommt gleich, Schatz. Leute, wir sind soeben zu Hause angekommen. Wir hatten einen sehr schönen, aber auch einen anstrengenden Tag. Ich fahre jetzt wieder runter, weil ich habe, wo ich geparkt habe, darf ich nicht parken. Und jetzt habe ich gerade aus dem Balkon geschaut und habe jetzt einen Parkplatz, eine Parklücke gefunden. Deswegen muss ich schnell mein Auto umparken. Ja. Jetzt schauen. Auf jeden Fall, wir hatten heute einen sehr, sehr schönen Tag beim Kürbisfeld. Es war eigentlich kein Feld, das habe ich ja vorhin schon erklärt. Es war eher ein Hof. Aber war trotzdem sehr schön da. Und danach waren wir auf dem Sonnenblumenfeld. Ja, und danach waren wir Maggie essen. Ihr habt das ja alles gesehen, ich muss es ja nicht kommentieren. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ich möchte den auch jetzt dann gleich schneiden, damit der morgen pünktlich um 11, sonntags lade ich ja um 11 hoch, wieder pünktlich online ist für euch. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt hier. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Schreibt mir rein, was ihr sehen möchtet. Und dann sehen wir uns ganz einfach in einem nächsten Video oder in einem nächsten Vlog wieder. Danke, ciao. Leute, ich habe so lange gequatscht und mich hier verabschiedet, dass jemand, mein Nachbar, sich jetzt dahingestellt hat. Das muss ich nochmal schauen.